Ja, Björn hat eben auch diesen Kampfgeist. Es war das Thema, da haben wir zu ihm gesagt, du kannst es nicht mit der Brille. Letztendlich hat es jetzt gedauert, aber er hat es hinbekommen, da eine tolle Brille mit seinen Möglichkeiten zu fertigen. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Mein Name ist Björn Piekenbrink und ich bin mit meinem Bruder zusammen Geschäftsführer von der Firma Piekenbrink Composite GmbH. Wie kommt man dazu, Brillen zu bauen? Ganz einfach, irgendwann wurde ich Brillenträger, habe dann die erste Brille so auf der Nase gehabt, war dann auf der Suche nach einer Carbonbrille. Da gab es dann einen Anbieter, mit dem Kollegen habe ich mich getroffen und der kam dann ungefähr ein Jahr später auf mich zu, ob ich nicht für ihn Carbonbrillen bauen könnte. Und daraus ist dann die Brille entstanden von Friedrich Spektaklis, der die Brillen designt und montiert, und die Firma Piekenbrink, die aus Kohlefaser die Rohteile dafür baut. Der Vorteil von Carbonfaser ist natürlich, dass sie super leicht ist bei extrem hoher Stabilität. Ich kann mich damit assoziieren, weil es einfach das Material ist, was wir in Tonnen jedes Jahr verarbeiten. Und dann liegt es für uns nahe, dass wir aus diesem Material eine Brille bauen, wo auch Stabilität und Gewicht eine große Rolle spielen. Das Ding ist, ich wollte immer eine Brille haben, die gut aussieht. Und dann habe ich, wenn ich eine Brille hatte, die gut aussah, dann ist sie kaputt gegangen. Und Brillen, die halten, sahen nicht gut aus. Und ich musste das irgendwie zusammenbringen. Da kam die Idee, selber Brillen zu bauen. Und Carbon hat mich immer fasziniert, weil ich aus dem Rennsport komme. Und daher war ich dann auf der Suche nach dem geeigneten Partner. Ich bin nicht nur Entwickler, ich bin auch selber in der Fertigung tätig und habe auch mit Björn zusammen die ganzen Fertigungsprozesse zusammen entwickelt und ich scheue mich also nicht davor, damit zu machen. Also es macht richtig Spaß. Da steckt so viel Handarbeit in diesem Werkstoff Carbon drin und dann natürlich die Zerspannung. Die Zerspannung ist eine große Herausforderung, weil dünnes Material, Fasern, kann man sich schon ausmalen, was da passiert. Was uns vor Herausforderungen gestellt hat, war dieser Mittelsteg zu fräsen mit einem 1 mm Fräser. Da geht es sehr filigran zu. Der muss passen, der muss sitzen, weil damit wird das Glas gespannt und darauf kommt es dann an. Wir benutzen hier den Monstermill FRP mit Diamantbeschichtung. Mit dem konnten wir das Projekt realisieren. Wir fräsen nicht nur die Brille, sondern auch wir haben die komplette Vorrichtung mit unserer Aluline gefräst. Also wir haben gesamtheitliches Programm für diese Bauteile und konnten so das komplette Ding verwirklichen. Also das hat dann auch richtig Spaß gemacht, weil du einfach auf mehr zugreifen konntest. Also was bei Ceratizit herausstechend war, war wirklich, dass er die Fräser komplett neu angefertigt hat in dem Durchmesser für uns. Und wir haben dann Wünsche geäußert, die wurden mit nach Hause genommen und dann wurden uns verschiedene Fräser vorgestellt und die haben alle ausprobiert. Und ich denke, es waren 2-3 Runden und da hatten wir eigentlich einen guten Fräser, mit dem wir die ersten Brillen gefräst haben. Und auch meine Kollegen waren dann wirklich daran interessiert, es so hinzukriegen, dass er zufrieden war, weil ich unbedingt wollte, dass die Brille ein Erfolg wird. Einfach, weil ich sie selber auf der Nase habe. Das wollte ich einfach umsetzen und dadurch, weil ich selber ein Brillenträger bin und ich liebe Brillen, dadurch ist das einfach zustande gekommen. Die Friedrich Spektakelbrille ist für mich was Besonderes. Ich habe mitgewirkt an der Brille. Ich trage selber Brille, bin Brillenträger. Genau was für mich. Mein Ding ist eben genau beim Kunde zu sein, wenn es knifflig wird, vor Ort mit ihm drüber zu sprechen. Was sind seine Bedürfnisse? Was können wir als Werkzeughersteller ihm liefern, damit er das bestmögliche Ergebnis für seine Bauteile hat?